Hi, hi. Keine Angst, ist kein Werbevideo, ihr müsst ihr überhaupt nichts kaufen. Das hier ist Floyd Case. Der wahrscheinlich funkiest Kabinenkoffer der Welt. Das Ding ist extrem hochwertig und ja, so sieht er aus. Sehr witzig. Apropos witzig, die Hersteller und die Produzenten wollten entsprechende Werbeclips, so im 70s Hollywood, California, Tarantino-Style. Also fanden die Dreharbeiten in Los Angeles statt mit einem wahnsinnig tollen Cast und irrsinnig putzigen Stories. Die Postproduktion allerdings fand dann in Deutschland statt. Nach dem Schnitt bemerkten sie plötzlich, irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwas zündet hier nicht, das kommt irgendwie nicht ins Laufen. Es hat eigentlich prinzipiell alles gepasst. Also bat man mich, mal kurz drüber zu gucken. Und ich merkte ganz, ganz schnell, Leute, es liegt an der Hintergrundmusik. Das ist einfach nur Library-Musik. Die passt zwar, aber sie reagiert nicht. Sie reagiert weder auf die Story noch auf die Protagonisten. Und das sollte sie bei Storytelling unbedingt. Also habe ich das komplett neu vertont. Und wir gucken uns erstmal diesen Bowling-Spot an und ich melde mich dann gleich nochmal zu Wort. Check this guy out. This motherfucker got some problems. I mean, you're not Burt Reynolds, dog. You're not. Wait. What? What was that? What was that? Oh, yeah. Is he really bowling with a suitcase? I thought the ball was. It does make me uncomfortable how much he's kissing the suitcase, though. It's a lot of kissing. Oh, come on, man. Come on. Who invited him? I did. What? Seht ihr? Hört ihr? Genau so muss es sein. Es ist einfach grandios, wenn alle drei Ebenen in sich greifen. Also Story, die Performance der Protagonisten, der Schauspieler und natürlich die gescriptete Musik. Wenn du dieses Paket rund bekommst, dann entsteht genau so ein Clip. Wenn auch du so ein ähnliches Problem hast, egal ob im Film oder mit Werbeclips oder was auch immer, dann melde dich bei mir und wir können uns ja irgendwo treffen, vielleicht in einer Bowlingbahn. Und ich nehme das Floyd Case mit und dann gucken wir einfach mal, wie lange das dauert, bis sie uns bitten, die Räumlichkeiten zu verlassen. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.